Willkommen zu Sanat.tv. Jetzt werden wir über das Hormonsystem sprechen und die Wirkungen der Naturheilpflanzen auf dieses Hormonsystem. Mehr darüber, über diese Pflanzen, ist auch im Buch Naturheilkunde kurz und bündig von Walter Führer nachzulesen. Walter, Hormonsystem, wer hat da hauptsächlich Schwierigkeiten damit? Das können Jugendliche sein in der Pubertät oder eben dann, wenn sie älter werden, vor allem die Frauen spüren das sehr stark in den Wechseljahren. Mhm. Und da gibt es verschiedene Pflanzen, die man da einsetzen kann bei Hormonproblemen. Es gibt zwei ganz wichtige Pflanzen, Borage-Öl zum Beispiel oder Nachtkerzenöl. Das sind zwei Pflanzen, die helfen, dem Körper die körpereigenen Hormondrüsen anzuregen. Das heißt, es arbeitet dann besser. Und die zwei Pflanzen, die Nachtkerzenöl ist milder, Borage-Öl ist ein bisschen stärker. Das sind die sogenannten Gamma-Linolensäuren, die diese Hormondrüsen und auch die Drüsen allgemein anregt. Und darum kann man es nicht nur für Hormonprobleme einsetzen, auch bei trockenen Ekzemen kann man Borage-Öl und Nachtkerzenöl einsetzen. Ich empfehle das bei Multiple Sklerose, Borage-Öl, sehr gute Rückmeldungen. Ich weiß von Leuten, von Kunden, die regelmäßig anrufen und sagen, wenn sie das nicht mehr nehmen, dann spüren sie das. Mhm. Also es sind zwei sehr gute Pflanzen. Dann, wenn die Hormone wirklich fehlen, zum Beispiel wenn Progesteron fehlt, dann ist die Jamswurzel sehr gut. Die Jamswurzel enthält Progesteron, das heißt nicht Progesteron, sondern Diosgenin, die der Körper als Progesteron erkennt und so die Progesteronwirkung hervorruft. Im Extrakt von der Jamswurzel, die haben ungefähr 16% Diosgenin, die der Körper dann als Progesteron braucht. Und je nach Zyklus wird dieses Hormon eingesetzt, also diese Pflanze. In dem Fall nicht Hormon, aber nicht die Nebenwirkungen wie die Hormonpflanze. Mhm. Hopfen ist eine andere Pflanze, die sehr viele östrogenartige Wirkstoffe enthält. Wir kennen das von Männern, die viel Bier trinken. Wie ist ihr Erscheinungsbild? Sie haben einen runden Bauch. Und eher Brüste. Ah ja, okay. Aha, ja. Also auch mehr wie andere. Das heißt, die weiblichen Hormone, die im Bier drin sind oder im Hopfen, sind für den Mann nicht gut. Mhm. Bier ist kein Männergetränk. Bier ist ein Frauengetränk. Okay. Und darum empfehle ich jeder Frau von Zeit zu Zeit Bier zu trinken, vielleicht ohne Alkohol, weil zu viel Alkohol ist auch nicht gut. Mhm. Ich bin nicht der Typ, der Alkohol empfiehlt. Ein Glas Wein oder ein Bier einmal ist sicher nicht schlecht. Mhm. Mönchspfeffer enthält auch östrogenartige Wirkstoffe. Auch der Mönchspfeffer bei prämenstruellem Syndrom sehr gut. Im Wechsel mit der Jamswurzel zum Beispiel eine sehr gute Auswirkung, also kann man den Zyklus wieder simulieren. Zuerst Mönchspfeffer die ersten zwei Wochen, die zweiten zwei Wochen Jamswurzel. Mhm. Und so hat man einen gewissen Zyklus von den Hormonen her. Es gibt Leute, bei denen wirkt diese Traubensilberkerze besser. Traubensilberkerze haben die alten Indianer von Nordamerika, haben die wächst dort, die kommt von dort, haben die Frauen dort eingenommen gegen ihre Depressionen und gegen ihre, damals wusste man es ja nicht, aber gegen die Melancholie, die sie hatten, haben sie eingenommen und es ging ihnen besser, eben weil es der Östrogenhaushalt im Körper ausgleicht. Dann der Rotklee oder Soja-Isoflavon, der Rotklee enthält im Extrakt rund 8% Isoflavon. Isoflavon, das der Körper braucht, um eben diese Hormonsysteme besser in den Griff zu bekommen. Man sollte aber nicht mehr wie 40 Milligramm pro Tag einnehmen. Das heißt, normalerweise sind die Kapseln so standardisiert, dass morgens eine und abends eine von Rotklee einnehmen kann. Soja-Isoflavon, von dort her kommt es eigentlich. Man weiß, dass Japanerinnen viel weniger oder Chinesen, die viel Soja essen,
viel weniger Hormonprobleme haben. Und aus diesem Grund hat man das mal studiert und das hat man festgestellt, das sind die Soja-Isoflavone, die wir hier bei uns im Rotklee sehr in hohem Maß enthalten sind. Mhm. Also das sind so die Pflanzen, die man bei Hormonproblemen einnehmen kann. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Hormonproblemen. Zum Beispiel, wenn eine Frau kein Kind bekommen könnte, habe ich schon einer Frau, einer jungen Frau, die jahrelang probiert haben, das Ehepaar, gesagt, probier doch mal mit Mönchspfeffer und Jamswurzel dein Hormonsystem ein bisschen in Gang zu bringen. Und siehe da, ein Jahr später war sie schwanger. Mhm. Mit Freuden kam sie wieder zu uns und hat gesagt, es hat funktioniert. Heißt aber nicht, dass wenn eine 40- oder 50-jährige Frau Jamswurzel und Mönchspfeffer einnimmt, dass sie dann fruchtbar würde. Ja. Sondern es geht ja nur um das Hormonsystem, dass alles, was im Körper vorhanden ist, richtig ausgeglichen funktioniert. Und du hast gesagt, bei Jugendlichen, was gibt es da für Fälle? Bei Jugendlichen ist es relativ schwierig, ins Hormonsystem einzugreifen. Da müsste man es ein bisschen laufen lassen. Porridgeöl und Nachtkerzenöl würde ich auf keinen Fall empfehlen, weil bei Jugendlichen ist es meistens eine Überfunktion der Drüsen. Also von dem her ist es relativ schwierig, da etwas einzusetzen. Man könnte mal versuchen, mit Hopfen, vor allem bei jungen Mädchen, Hopfen einzusetzen. Ich sagte, wenn jemand viel Bier trinkt, bekommt er mehr Brüste, also es stärkt die Brust. Hopfen, Mönchspfeffer, Traubensilberkerze könnte ein bisschen diesbezüglich nachhelfen. Wobei das Hormonsystem so ab 18 oder 20 kommt das wieder ins Lot dann. Mhm. Wichtig sind dann die Wechseljahre, dort ist es wichtig, dass man dann die Hormone, die dann fehlen, geben kann. Und die Symptome der Wechseljahre, die bekommt man weg mit diesen Heilpflanzen? Ja, ich habe einige Kunden, die das wegbekommen haben. Wenn jemand noch übermäßig schwitzt, dann könnte man mit Salbei in den Wechseljahren nachhelfen. Oder wenn allgemein ein Mann zum Beispiel übermäßig schwitzt, Salbei, jeden Tag ein paar Blätter Salbei essen. Mhm. Ich würde es aber einer stillenden Frau nicht empfehlen, weil Kontraindikation von Salbei ist, in zwei, drei Tagen kann sie das Kind nicht mehr stillen. Mhm. Das heißt, ist zum Abstillen sehr gut. Mhm. Also wenn man jetzt abstillen muss, statt irgendwelche chemischen Mittel nehmen, Salbei, eine Woche lang Salbei und das geht langsam zurück. Mhm. Also das ist die Kontraindikation. Stillende Frauen sollten kein Salbei nehmen. Hingegen Hopfen, ein Bier trinken, hat man immer gesagt, tut gut. Mhm. Oder Fenchel fördert die Milch, Kümmel auch fördert die Milchbildung. Das heißt, man kann dann mit solchen Pflanzen ein bisschen nachhelfen. Und für Depressionen oder gegen Depressionen sind Depressionen, diese Pflanzen? Wenn es mit den Hormonen zusammenhängt, kann man mit diesen Pflanzen, die ich jetzt erwähnt habe, sehr gut arbeiten. Es gibt aber noch andere Depressionen und da können wir in einem späteren Zeitpunkt noch darüber sprechen. Es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, in einem anderen Thema das tiefer zu gehen. Mhm. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, die Depressionen zu behandeln. Mhm. Willst du jetzt noch zu Hormonsystemen etwas sagen? Abschließend? Ich kann jede Frau empfehlen, Nachtkerzen, Porridgeöl zu nehmen. Das hat keine Nebenwirkung, das sind Lebensmittel. Genauso Jamswurzel. Die Jamswurzel kommt aus der Karibik. Dort sind die Frauen, die das regelmäßig essen, als Wurzel, kann man die dort kaufen im Laden, die das regelmäßig essen, ähnlich wie die Japaner, haben viel weniger Hormonprobleme. Wir in Mitteleuropa kennen diese Pflanzen weniger und darum sind diese Krankheiten, sind ja keine Krankheiten, aber diese Symptome vorhanden. Okay, vielen Dank. Bitte.